Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Ja, es ist die 100. Folge. Wir haben doch tatsächlich jetzt schon 100 Folgen EverQuest 2 gespielt. Und deshalb habe ich mir überlegt, machen wir heute ein kleines Special. Wir gehen erstmal hier aus dem verzauberten Land heraus. Und ich habe mir gedacht, in diesem Special werden wir doch einfach mal zurück zu den Schreckensklüften reisen, um dort mal unser Haus auszuräubern. Wenn die Guards uns angreifen, müssen wir uns halt durchschleichen. Ansonsten versuchen wir halt so einfach bis zu unserem Haus zu kommen und es mal ein bisschen ja nicht auszurauben, sondern ja, die ganzen Gegenstände mitzunehmen in unser neues Haus nach Kinos. Und ja, ansonsten gucken wir mal, was man sich denn noch alles in diesem Special machen kann. Dieses Special wird auf jeden Fall eine schöne Überlänge bekommen. Ich werde gucken, wie viel im Speicherplatz ich frei habe auf der Festplatte, beziehungsweise entweder wird dieses Special etwas über eine Stunde lang sein oder alternativ werden wir eine ganze oder wir werden so lange spielen, bis meine Festplatte voll ist und am Überquillen ist. Ja. Es ist schon ganz schön heftig. 100 Folgen EverQuest 2 haben wir mittlerweile gespielt. Ich habe mir am Anfang, ich hätte nie gedacht, ich muss echt ganz ehrlich sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass wir wirklich 100 Folgen zustande bringen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nach diesen 100 Folgen Schluss haben. Nein, es geht sogar noch weiter. Denn eigentlich bin ich, was viele kleinere Projekte angeht, die ich anfange, immer ganz, ganz unehrgeizig. Also ich lasse immer sehr, sehr schnell fallen. Deshalb dachte ich mir auch nie, dass ich 100 Folgen EverQuest 2 hinbekomme. Muss man sich mal vorstellen. 100 Tage, jeden Tag, immer eine Folge EverQuest 2. Boah, heftig, heftig, heftig. Vor allem, was da für eine Disziplin hinterhängt. Ich bin echt über mich selbst überrascht. Und ganz ehrlich, wir haben noch fast gar nichts von EverQuest 2 gesehen. Das muss man sich auch noch im Kopf behalten. Wir haben 100 Folgen lang gespielt. 100 Folgen, mal rund im Durchschnitt 15 Minuten. Manche Folgen waren ja deutlich länger, manche waren kürzer, so um die 10 Minuten. Und also im Durchschnitt 15 Minuten, 100 Folgen, rund 15 Minuten pro Folge. Das heißt, wir haben insgesamt schon 1500 Minuten, bin ich jetzt gerade richtig? Ja, 1500 Minuten haben wir schon EverQuest 2 gespielt. Das heißt, Moment, ich hole es mal auf 1800 Minuten, dann lässt es sich leichter rechnen. Das heißt, wir haben bereits 30 Stunden EverQuest 2 Spielzeit hinter uns. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Das ist ja genau das Extreme. Ich meine, so ein Shooter spielt man 6, wenn es hochkommt, vielleicht 15 Stunden, dann hat man ihn durch. Und wir haben ja noch nicht mal einen ganz kleinen Teil des Spiels gesehen. Wir sind ja gerade mal Level 30. Wir haben jetzt gerade mal die Erbe-Quest, wir haben gerade mal die Verräter-Quest hinter uns, wir haben die Schreckenslüfte leer gequestet und wir haben die Kinos Rises-Quest-Reihe hinter uns. Um es ganz, ganz grob zu sagen. Natürlich, wir haben auch mal ein bisschen Sightseeing gemacht oder haben ein paar Lore- und Legend-Quests gemacht, aber ganz, ganz grob gesehen haben wir nicht wirklich viel gemacht in den Folgen. Beziehungsweise, ja, haben wir erst einen ganz, ganz kleinen Teil der EverQuest-Welt gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen noch kommen werden, aber die Motivation ist auf jeden Fall gigantisch, weil es einfach noch so viel zu sehen gibt hier in EverQuest 2. Ach, jetzt haben wir hier wieder den wunderschönen Bug, dass die Textur unseres Charakters verloren gegangen ist. Fängt ja wieder gut an. Gerade so schön in einem Special. Naja, wir müssen ja eh nicht so weit ohne Textur reiten. Ich bräuchte nur hier bald ein paar mehr Texturen genau hier und ich brauche hier den Greifenbändiger, damit wir hier mit dem Greifen in die Schreckenslüfte reisen können. Im Notfall können wir auch per Glocke in die Schreckenslüfte reisen, aber das wollte ich eigentlich vermeiden. So, da ist der Greif. Jetzt müssen wir nur noch den Greifenbändiger haben. Boah, 100 Folgen. Ich bin immer noch ganz, ganz angetan davon. Ich möchte reisen. Wir wollen nämlich in die Schreckenstiefe. So, ja, jetzt sehen wir natürlich ganz genau gar nichts, aus welchem Grund auch immer. Irgendwie ist das ein bisschen buggy hier, wenn man mit dem Schiff reist. War aber lange Zeit nicht buggy, deshalb wundert es mich eigentlich. Finde ich schade, dass das hier jetzt ein bisschen buggy ist. So, da waren wir ja nochmal einen Moment zu sehen. Also auf jeden Fall, ja, ich bin gerade so ein bisschen am Resümieren, wie viele Folgen wir denn für was ungefähr gebraucht haben. Ich meine, wir wären, glaube ich, bis ungefähr Folge 30. Kommt das hin? Ja, das kommt hin. Waren wir in der Schreckenstiefe hier am Questen, haben also unsere ersten 20 Level zusammengebracht.
Dann sind wir ja rübergegangen nach Freihafen, haben bis ungefähr Folge 60 oder was schon 70. Boah, ich müsste jetzt nachgucken. Also wir haben auf jeden Fall dann einen ganzen Haufen Quest, ganzen dicken Batzen Zeit für Verräterquests bzw. Neueinbürgerung in Kinos gebraucht. Ich glaube, bis Folge 80 waren wir dann dabei. Und danach haben wir ja mehrere Folgen lang auch noch an Kinos Rises gearbeitet. Ja, ich glaube, wir waren irgendwie bis 75, hat es gedauert, bis wir eingebürgert waren, und danach haben wir direkt uns mit Kinos Rises beschäftigt. Das war ja dieses große Update für Kinos, wo wir ja jetzt auch noch nicht alle Quests fertig haben, das muss man ja auch noch sagen. Also Kinos Rises ist ja noch lange nicht fertig, sondern wir können ja teilweise nur die Quests weitermachen, wenn wir im Level höher sind. Das ist ja auch etwas, ja, mehr oder weniger Besonderes, dass man da immer wieder mehr oder weniger gezwungen wird, dort hin zurückzukehren, um, ja, Quests weiterzumachen. 100 Folgen. Also ich kenne nicht viele Let's Player, die wirklich ein Let's Play 100 Folgen lang durchziehen. Ich meine, die meisten Spiele sind auch nach 100 Folgen oder so, oder etwas weniger als 100 Folgen vollendet oder so, aber ein endlos Let's Play 100 Folgen lang zu machen, habe ich noch keinen Let's Player gesehen, muss ich echt so mal sagen. So, hier sind wir jetzt gleich wieder in der Schreckenstief angekommen. Dam, da, dam. Gucken wir mal vorsichtig, ob denn hier die Wachen und Angreifer aggressiv sind. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass sie nicht aggressiv sind, sondern nur uns neutral ansehen. Aber ich weiß es nicht sicher. Denn viele Gilden holen sich schon extra hier in Schreckenstiefe ihre Gildenhalle, weil eben die Wachen hier nicht aggressiv sind, sondern allerhöchstens nur besorgt. Reittierhändler. Boah. Das ist natürlich auch perfekt, wenn ich hier noch nicht mal sehen kann, ob, ob hier Wachen sind, die aggressiv sind, weil es hier noch keine Wachen gibt. Nächte der Totenfeierer. Da hinten war eine Wache. Nö, die sind besorgt. Schauen uns nur besorgt an, aber sind nicht aggressiv. Das ist wunderbar. Dann können wir doch in aller Ruhe unser Haus besuchen gehen. Ich gucke erstmal hier kurz einmal vorbei. So. Dam, da, dam. Boah, ist das lange her, dass wir hier rumgetriffen sind. Na gut, das kommt einem wie lange vor. Obwohl, eigentlich kommt es einem auch gleichzeitig wie gestern vor. Als sei es wirklich gestern gewesen, dass wir hier unsere Quest gemacht haben. Boah, ich bin immer noch ganz überwältigt. 100 Folgen. Ja, ich glaube, das Special haben wir uns auf jeden Fall verdient, dass wir hier mal eine etwas längere Zeit lang am Stück spielen. War das hier unser Haus? Nein, das war nicht unser Haus, aber hier in der Nähe hat man doch unser Haus uns gekauft. Daran kann ich mich doch noch erinnern. So, hier. Nein, das war die obere Wohnung. Warte mal, obere Wohnung. Da müsste es doch eigentlich auch irgendwo untere Wohnung geben, oder? Ich guck mal hier. Ja, hier, das könnte es gewesen sein. Aha. Instandhaltung bezahlen. Ja. Und dann gehen wir rein, um uns unsere sechs Gegenstände abzuholen. Oder unsere 10 Gegenstände waren es, glaube ich, sogar. Ich wollte gerade sagen, wie schnell lädt er denn die Zone? Was? Schreckenstiefe? Jetzt sag bloß, dass der Zonenserver irgendwie abgekackt ist von unserem Haus. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir nochmal rein können. Ich möchte ja schon in mein Haus gehen und die Sachen da rausnehmen. Gucken wir mal, was denn, ob denn irgendwie eine Fehlermeldung aufgetreten ist oder so. Ja, ich würde schon bald sagen, auf weitere 100 Folgen EverQuest 2, oder? Endless Let's Play muss Endless Let's Play sein. So, nochmal. Haus betreten. Warten auf Zonenserver. Meldet sich an. Zongen Gasthaus. Na bitte, geht doch. Warte mal, diesen Hintergrund hier hatten wir ja noch nie gehabt, oder? Nee. Der ist noch ziemlich neu. So, da haben wir doch unser Gasthaus hier. Naja, die Anschlagtafel für den Markt müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Ich glaube, da haben wir auch in Kinos schon eine. Meine ich zumindest, dass wir davon schon eine haben. Aber hier diese Dinger, unsere Dora und Legend
Sachen müssen wir noch mitnehmen. So. Das. Dann hier die Bücher alle mitnehmen. Der erste Flug und solche Sachen. Ja, ich hätte auch eigentlich eine Umzugskiste packen können, aber naja. Für so ein paar Gegenstände braucht man das jetzt nicht unbedingt. So. Sind hier noch irgendwo Gegenstände drin? Können wir ja mal kurz gucken. Dafür gibt es hier auch eine Funktion. Ein gezählter Gegenstand ist noch drin. Damit hätten wir also das Haus ausgeräumt. Ach ja, das waren ja, das sind noch Erinnerungen, wie wir hier unser allererstes Haus eingeräumt haben. Was es nicht alles gab. Und was wir nicht alles so an Quests gemacht haben. Und da wartet noch viel, viel mehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, kann ich nachgucken, wie viele Quests ich schon gemacht habe? Aus den Fertigkeiten. Fraktionen, passive Effekte. Aha. Reittiere, Söldner. Währung. Ja, gehen mal. Okay, das sind unsere Häuser. Verliese. Biografie haben wir noch keine geschrieben. Bum-ba-dum. Ja, okay, hier gibt es nicht so viel. Achso, und das ist so, wie man teilt. Okay. Ja, okay. Ich weiß es nicht genau. So. Ja. Was können wir denn jetzt noch machen? Erstmal würde ich sagen, können wir uns auf den Rückweg machen, ne? Und unser Haus und Kinos einmal umräumen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir doch mal. Machen wir eine etwas größere Level-Session in den verzauberten Landen, würde ich sagen. Dann gucken wir, dass wir in dieser Folge noch, ja, in dieser langen Folge noch ein bisschen deutlich weiterkommen. Andererseits, ja, ich wüsste es nicht. Ich habe ein paar andere Sachen noch eigentlich vor, aber die möchte ich mir eigentlich für zukünftige Specials aufheben. Zum Beispiel das integrierte Kartenspiel von EverQuest 2. Das habe ich mir eigentlich gedacht, machst du beim 200er Special, weil das schon etwas deutlich Besonderes ist und man sich dafür noch mehr Zeit nehmen müsste. Ich aber heute halt nur Zeit habe für eine Überlängefolge und nicht für eine deutliche Überlängefolge, wo wir denn das Kartenspiel durchnehmen könnten. Von daher, das Kartenspiel muss warten. Und deshalb werden wir wohl in dieser Folge ein bisschen weiter questen, auf jeden Fall. Ich meine, nur weil wir jetzt 100 Folgen haben, müssen wir ja nicht nur absolut besondere Sachen machen. Dam-da-dam. Ja, das ist insgesamt, glaube ich, in allen Elternspielen so, dass es schon bald mehr Gilden als Spieler gibt. Das regt mich jetzt gerade auf, durch die ganzen Lecks hier, die es hier gerade gibt. Dö, dö, tak, tak, tak. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Warum auch immer das jetzt gerade so extrem am Ruckeln ist, frage mich nicht. Ich kann es mir gerade nicht erklären. So. Ja, immerhin, wir können hier noch das. So, können wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber nach Kinos. Ich meine, den Weg kennen wir ja, wie wir gehen müssen. Wir würden eigentlich hier nach Haklotsbergen rüberfliegen, von Haklotsbergen mit dem Schiff nach Donnersteppen reisen und dann durch die Donnersteppen und durch Antonika durchreiten. Ich bin jetzt mal faul. Wir werden jetzt direkt ins Kinos-Provinzviertel uns, ja, teleportieren schon bald. Und von dem Kinos-Provinzviertel aus würde ich sagen, teleportieren wir uns auch dann in die verzauberten Lande, damit wir nicht allzu viel Zeit jetzt mit Reisen verbringen.
verschwenden. Ich meine, wir sind ja das alles einmal abgeritten. Das fand ich ja schon ziemlich wichtig, dass wir das einmal abreiten. Und ich denke mal, wir werden es auch in Zukunft nochmal wieder alles abreiten. Auch werde ich, glaube ich, die 101. Folge nochmal so gestalten, dass auch neue, also Leute, die neu anfangen wollen, dieses Let's Play zu gucken, dass die da auch gut bedient werden. Also das wird ja, werde ich dann so machen, dass dann quasi Folge 101 als neuer Einstiegspunkt in das Let's Play ja fungieren kann. So, ich guck mal ganz kurz nebenbei, während er im Ladebildschirm hängt. Wie viel, ja, wir haben ja so lange noch nicht aufgenommen, aber wie viel Speicherplatz ich denn noch frei habe. Eigentlich dürfte noch gut was frei sein. So. Wahrscheinlich sind wir gerade, ist er im, ja, deckt das gerade ein bisschen, weil wir in dem fragmentiertesten Bereich der Festplatte uns rumbewegen oder so. So, runter. Umweltmachtordnung. Eine interessante Gilde. Ein interessanter Gildenname. Ich weiß nicht, ob ihr die Hintergrundmelodie hört. Ich habe sie jetzt deutlich leiser immer gestellt, damit es halt keine größeren Probleme gibt im Spiel, dass man meine Stimme jetzt nicht hört. Das ist ja eine der Maßnahmen, die ich ergriffen habe, als ich mal ein bisschen meine Aufnahmemethoden verändert habe. Ich bin ja die ganze Zeit immer am Rumexperimentieren, wie man denn am besten aufnehmen kann. Vielleicht merkt ihr das auch immer wieder, dass sich da gewisse Sachen ändern. Auf einmal bin ich in der nächsten Folge deutlich lauter. In einer Folge bin ich auf einmal extremst leise und so weiter. Ich bin da halt noch extremst am Rum. Ja, was heißt extremst? Aber ich bin auf jeden Fall noch deutlich am Rumspielen und Rumexperimentieren. Trotz, dass ich bereits 100 Folgen gemacht habe, kenne ich immer noch nicht die perfekte Konfiguration, wie man denn hier, ja, quasi gut durchkommt. So, springen wir mal rüber ins Regierungsviertel. Kinos kennen wir ja mittlerweile auch ziemlich gut. Somit kennen wir von den richtig großen Städten eigentlich alle außer Neriak. Wobei wir in Neriak nicht mehr rein können, weil wir da genauso schlecht angesehen werden wie im Freihafen. Und für Neriak kenne ich leider nicht die ganzen Schleichwege. Wenn es da überhaupt Schleichwege hinein gibt. Ich meine, wenn man Neriak verraten möchte, dann muss man ja nicht in Neriak andauernd reinschleichen, sondern das läuft ja dann ein bisschen anders, meine ich. Da muss man dann bei, schleimt man sich bei den Elfen in Kelatin ein und dann ist gut. Das haben sie ja in dem Weg verändert. Also nur wenn man Kinos verrät, da muss man in Kinos sich reinschleichen und wenn man Freihafen verrät, muss man sich bei Freihafen reinschleichen. Aber sonst muss man nichts derartiges machen. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass wir so langsam uns mal ein Handwerk aussuchen. Das könnten wir schon fast machen. Das wäre natürlich die. Das wäre natürlich eine gute Idee für jetzt so ein Special. Kann man gut mal das Handwerk annehmen, aber ein 100-Folgen-Special, nee. 100 Folgen Special will ich jetzt nicht dafür verschwenden, dass wir hier ein Handwerk annehmen und sammeln gehen. Denn zum Handwerk gehört ja das Sammeln gehen zwingend dazu, dass wir das Sammeln gehen und die ganzen Rohstoffe farmen und so weiter. Nee, das heben wir uns für eine spätere Folge auf jeden Fall auf. Aber ich kann dir mal ein bisschen erzählen, während wir hier durch Kinos reisen, was denn noch so alles ansteht in zukünftigen Folgen. Also, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade mitbekommen habt, wird Handwerk auf jeden Fall anstehen. Ob das jetzt nun in den nächsten 100 Folgen drin sein wird oder ob es erst später kommt. Ich kann es nicht versprechen, denn Handwerk ist eigentlich etwas, was mir, ja, wozu ich mich überwinden muss, sagen wir so. Ich meine, wenn ich es angefangen habe, macht es meistens Spaß, aber ich muss mich immer ein bisschen zu überwinden.
Dann, klar, leveln werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen in den verzauberten Landen. Dann, wenn wir ein paar Level mal höher gestiegen sind, habe ich auch noch vor, mit euch die ja, Erbe-Quest anzufangen. Also sind so richtig, richtig lange und epische Questreihen sozusagen. Die haben also ganz, ganz besondere Belohnungen auch am Ende, die alle legendär sind, also die wir im Normalfall nicht tragen können. Aber einfach aufgrund der Quest selber könnte man die auf jeden Fall machen, weil die Quest selber auch extremst interessant gestaltet sind. Ja, was könnten wir noch machen? Was werden wir noch machen? Wir werden uns natürlich mit der Gottheit, mit den Gottheiten beschäftigen in Zukunft, sodass wir da auch mal ein paar Quests machen werden. Ja, und sobald wir natürlich hoch genug im Level sind, werden wir auch noch weitermachen mit den Kinos, mit der Kinos-Questreihe. Das heißt, wir kurz hier verkaufen, eben Instandhaltung bezahlen, damit wir jetzt wieder reintreten können. Ja, haben wir noch fleißig, fleißig, fleißig was vor uns. Dann könnten wir rein theoretisch auch mal bald irgendwie gucken, ob es sich vielleicht ergibt, eine Instanz zu laufen. Wenn es sich ergibt, dann wird das natürlich auch als Special rausgehauen werden. Wenn es sich nicht ergibt, kann ich leider auch nicht viel dran ändern. Wir werden uns natürlich auf jeden Fall mal die eine oder andere Instanz angucken. Allerdings werden wir dann, wenn wir uns eine solche Instanz angucken, werden wir wahrscheinlich overlevelt sein. Weil ich da, ja. Ist auf jeden Fall, weil wir Solo nicht durch eine ganze Instanz durchfegen können. Ich meine, wir können wahrscheinlich einzelne Mobs in den Instanzen umhauen, das ist kein Problem, aber alle Mobs in einer Instanz, das würde sich dann wieder so hinziehen, wie wir es letztens hatten, oder vor einigen Folgen, wo wir in den Dungeon Maker gegangen sind und ein, ja, mal eben durchrushed Dungeon ja als, sich als mega schwierig erwiesen hatte. Vielleicht erinnert ihr euch. So. Und ihr merkt schon, während ich hier am Labern und Labern und Labern bin, bin ich schon dabei, hier ein bisschen einzurichten. So. Hier hört ihr so Ausschnitte aus den allerersten Kinos, also die allererste Kinos-Melodie hörte sich so an, war nur noch ein bisschen länger als das, was ihr hier jetzt seht. Genau, auf diesem Punkt bricht das hier ab und beginnt von vorne. Die eigentliche Kinos-Melodie geht noch ein bisschen länger. Ich werde die mal raussuchen und bei Gelegenheit dann mal irgendwie verlinken oder so, wenn ihr es denn wünscht. Dann werde ich euch mal zeigen, wo ihr denn die ganzen MK2-Melodien kriegen könnt. Vielleicht werde ich die auch alle selber mal auf meinen Kanal hochladen. Mal gucken, wie es sich ergibt. Ich muss auch mal gucken, wie gut sie sich denn hier auch zur Not in den MK2-Dateien finden lässt. Also, ich habe jetzt keine Lust, mir hier mich in jede beliebige Zone reinzustellen und dort die Sounds aufzunehmen, sondern das werde ich dann schon so machen, dass ich gucke, was für eine Dateistruktur hat denn EverQuest 2 und werde dann die Dateien direkt aus dem Ordner herausnehmen. Ich meine, diese Dateien werde ich ja nicht vermarkten oder so, weshalb das eigentlich kein Problem sein sollte. Boah, so sieht das Haus doch schon mal schön gefüllt aus, oder? Also ich bin der Meinung, das sieht hier wunderschön aus. Wieso haben wir denn das hier noch nicht untersucht? Schlamperei. So. Haben wir das hier also auch fertig. Dann können wir ja wieder raus. Und dann geht es ab in die verzauberten Lande zum Questen und Leveln. Da können wir, haben wir ja jetzt fleißig was zu tun dort noch. Nur das war jetzt mir gerade ein Anliegen, dass wir das zumindest jetzt mal hier machen. Ihr könnt hier auch mal in die Kommentare schreiben, was denn so euer Highlight war jetzt. Also was ihr wirklich so als Highlight in diesen 100 Folgen fandet. Ob es nun eine einzelne Folge war, ob es nun irgendwie eine Questreihe war oder so. Ich glaube, mein persönliches Highlight, ja, kann ich gar nicht wirklich sagen. Mir hat am allermeisten Spaß gemacht, da hatten wir die Kinos Rises Questreihe. Aber auch die, jetzt komme ich nicht drauf.
Also Kinos Rises, klar. Das ist ja hier komplett Kinos einfach, weil ich die Stadt Kinos schon extrem liebe. Und was mir auch extremst viel Spaß gemacht hat, war die ganze Verräter-Quest-Reihe. Das war auch extrem genial, das mal zu machen. Mit Haven und so weiter, wo wir da in ja, Unterschlupf gesucht hatten, sozusagen. Das waren so meine persönlichen Highlights. Auch wenn ich die Spukschlösser auch nicht schlecht fand. Questen in der Schreckenstiefe, ja, da war ein absolutes Highlight auch das Chocomon. Also diese Parodie von Pokémon, wo man da sich ein Chocomon fangen konnte. War auch extrem genial und interessant gestaltet. Dort wird ja auch noch, wenn wir etwas höher sind, ich glaube 85 oder so, wird da ja auch noch mal eine Quest kommen, die uns noch ein zweites Chocomon gibt. Dann haben wir sie uns alle gefangen. So. Also das ist echt. Ja. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, es steht ja jetzt auch die nächste EverQuest 2 Erweiterung, Chains of Destiny oder sowas an. Chains of Destiny, ich weiß jetzt gar nicht. Ich will jetzt keinen Schwachsinn erzählen, werde ich aber wahrscheinlich doch machen. Ja, auf jeden Fall wird gemunkelt, dass er am 13.11. released wird. Also all diejenigen unter euch, die vielleicht mal anfangen wollen mit EverQuest 2 oder so, meistens. Soweit ist mir bekannt, war es immer so, dass es diese ja, Erweiterung in sogenannten Vorteilspacks gab. Das heißt, du hattest die neueste Erweiterung plus die beiden Erweiterungen davor plus natürlich alle anderen kleineren Erweiterungen davor. Das heißt, wir hatten uns diese Vorteilspacks immer mehrmals geholt damals, als ja, wir es noch aktiv gespielt haben. Mit wir meine ich meine Eltern und auch ich. Ja, und dann konnten wir gleich, hatten wir mal gleich alle Erweiterungen drin. Natürlich haben wir die vorherigen Erweiterungen auch gekauft, aber einfach für all diejenigen, die bis jetzt noch nicht so viele Erweiterungen gekauft haben, ist das auch eine extrem günstige Möglichkeit. Einfach nur mal so am Rande erwähnt. So, was haben wir denn zu tun? Käfer umhauen, Speerfische, Feen. Ja, wir müssen hier noch beginnen von etwas Großartigem. Boshafte Jungfrauen und Unheilsstifter. Tja, dann müssen wir hier uns noch weiter mit den Feen rumhauen, ne? Ich meine, passt ja auch, wir haben ja noch eine Wissen- und Legende-Fee-Quest und wir haben ja sogar noch den Fleckenwandteppich. Das heißt, wir machen die Feen für drei Quests, das ist doch. Das passt doch super. Und jetzt haben sich auch alle Lecks wieder beruhigt, das finde ich gut. Das gehört auch so in ein Video. Feenmeuchler. Ein weiteres Bestellformular. Ja, komm, das nehmen wir auch an. Was ist dieses hier? Das will Salzschnappe haben. Ja, komm, können wir auch nebenbei einfach umhauen, wenn wir sie sehen. Wir machen in dieser Folge mal ein bisschen Klopperei. Ich meine, wir haben in so vielen Folgen immer nur hin und her laufen gemacht und so weiter und so wenig gekämpft immer. Noch ein weiteres Bestellformular. Was will das haben? Heindachse. Okay, nehmen wir die auch mit. Ihr seht, wir haben massig, massig, massig Quests zu tun. Auch wenn die weite Seebestellung eigentlich immer mehr dafür da sind, Geld zu machen. Aber Geld können wir ja auch mal gebrauchen, damit wir uns auch mal irgendwann ein schöneres Haus leisten können. Wie wir hier die ganzen gelben Mobs in Massen umhauen, ohne große Probleme zu haben, finde ich ganz schön heftig. Starke Dachslauer. Angriffsgeschwindigkeit erhöht das. Ist also eigentlich etwas eher für physische Dings. Ja, weiß, vielleicht spielt ja jemand von euch auch mit EverQuest 2, dann könnt ihr euch ruhig melden, dann schicke ich ihm das zu. Also der wird das dann von mir auf jeden Fall bekommen. Weil ich selber kann es ja nicht gebrauchen und würde es beim Händler für ein paar Silber oder so verscheuern. Was auch ein bisschen schade wäre. Meiner Meinung nach. So, boshafte Jungfrau. Jungfer. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir auch andere Viecher noch umhauen für die Quest.
Beginn etwas Großartigem, weil ich meine, wir haben seit Ewigkeiten hier von den Feen nichts mehr bekommen. Doppeldruckwelle ist für einen Briganten. Aber wie viele... Boah, wie viele Schatztruhen wir heute bekommen? Ist ja schon krank. Oder wie viele Truhen, eher gesagt. Immerhin, wir haben ja einen Erfahrungsbonus, der bis in die nächste Stufe geht erstmal. Das heißt, wir kriegen hier... Moment. Genau, 200% Erfahrung. Also wir kriegen auf jeden Fall mehr Erfahrung als normal. Ich glaube, meine werden dann insgesamt halt 100% mehr. Wenn der Mob also jetzt 100 bringen wird, kriegen wir 200 Erfahrung stattdessen. Damit wir schneller leveln insgesamt. Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gesehen habt, wir leveln ja momentan wirklich so schnell, dass wir ja immer Mana haben. Also dass Mana sich nicht schneller aufbraucht, als wir immer hier diese blauen Balken unten durchkriegen. Einmal unten Balken durch, füllt ihr einmal Leben und Mana komplett auf, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aber ich meine, ich hätte das auch schon öfter erwähnt. Ja, wir haben ja hier allerlei Kleinvieh zu erledigen. Ich kann mich noch erinnern, wo wir uns schon mit einigen Namets angelegt haben in den Gemeindenlanden, wo wir da ja Ewigkeiten gesucht haben nach dem Korn. Waren auch interessante Folgen, diese Kornsuchfolgen. 4 Folgen bin ich da verwirrt durch die Gegend gereist, bis ich dann endlich das mal zusammen hatte. So, da ist noch ein Salzschnapper auch. Ich glaube, in dieser Überlänge-Folge werden wir auf jeden Fall auch noch Level 31 werden. Also, dass es jetzt noch nicht das beste Special ist, halt einfach nur eine lange Überlänge-Folge als Special, aber ich kann euch versprechen, die nächsten Specials werden interessanter werden. Das war einfach jetzt auch, weil dieses Special mitten in eine Woche gefallen ist, außerhalb der Ferien. Das heißt, ich hatte extremes Glück, dass heute ein Großteil meiner Stunden ausgefallen ist, sodass ich dieses Special auch wirklich so aufnehmen konnte, wie ich es jetzt aufnehmen konnte. Ich meine, wir haben jetzt 11.12 Uhr gerade mal. In der Echtzeit. So. Aber ich glaube, diese Stelle kann ich jetzt auch mal nutzen, um all denen zu danken, die wirklich treu schon bereits seit der ersten Folge zugucken. Natürlich freue ich mich auch über jeden, der jetzt im Nachhinein noch hinzugekommen ist und zuguckt, vielleicht sogar gerade jetzt die Zeit nutzt, um alte Folgen aufzuarbeiten und irgendwann auf den aktuellen Stand zu kommen. Deshalb, ich danke jedem Zuschauer hier, aber gerade die treuen Zuschauer, die seit Anfang an dabei sind, denen gebührt auch ein besonderes Dankeschön. Und ich glaube, das haben sie sich auch verdient. Ich meine, einfach sich ja irgendeinen kleinen Let's Player anzugucken, der am Anfang noch richtig grottig schlecht war. Das will ich einfach mal zugeben. Und ihn so lange zu verfolgen und stetig Tipps zu geben und jede Entwicklung zu beobachten, das ist doch schon etwas, wo ich meinen Respekt zugeben muss. Das schafft nicht jeder. Und dafür haben diejenigen meinen Respekt. So. Haben wir eigentlich noch... Wir haben keinen Alternativverbesserungspunkt, okay. Ich dachte, wir hätten vielleicht nochmal wieder einen, nur ich hab's wieder übersehen, ich Döspaddel. Die Schößlinge brauchen wir auch für irgendetwas. Ich werde die gleich mit einfach mal umhauen. So, zack. Du dürftest ja eigentlich Bonusschaden durch Feuer kriegen, oder?
Okay, wieder ein. Boah, wir brauchen hier aber wirklich alles, was hier so rumkreucht und fleucht. So, Feuerball und Solarbrand dürften eigentlich reichen, um den noch umzuhauen. Genau. Solarbrand haben wir jetzt auch schon auf Adept. Durch diese Forschungsfunktion, die ja unsere Skills ständig verbessert. So, nächste. Boah. Das läuft hier ja wirklich wie am Schnürchen. Wenn man hier unten guckt. Also hier unten guckt, wie schnell wir hier vorankommen. Insgesamt bin ich ja schon erstaunt, wie sich denn so ja, bei mir das Let's Play entwickelt hat. Ich meine, wenn man so bedenkt, die allerersten Folgen, und dann kamen auch Stück für Stück immer mehr Let's Plays hinzu, so dass ich jetzt schon bald an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr ganz locker flockig mal hinterherkomme hinter den Folgen, die ich brauche. Ganz schön heftig, was ich da mir vorgenommen habe. Aber es ist ein Hobby, was richtig Spaß macht. Aber richtig, richtig Spaß macht. So, jetzt leckt das gerade wieder ein ganz kleines bisschen. Ich guck mal einmal schnell sicherheitshalber zur Festplatte. Ne, da ist noch Speicherplatz genug. Boah, die Folge wird ja deutlich kleiner, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wird so eine Folge 50 GB groß. Bis jetzt hat sie gerade mal 20. Und wir sind ja schon... Ja, etwas mehr als eine halbe Stunde sind wir ja schon dran. Vielleicht sogar 40 Minuten. Ich habe jetzt nicht ganz genau auf die Uhr geguckt. Jetzt habe ich auch nicht einen ganz genauen Cut hinbekommen werde nach genau einer Stunde. Aber das kann denn euch nur zum Vorteil sein, weil ich auf jeden Fall mehr Zeit draufschlagen werde, als abschlagen werde. So. Mein Gott, wir kloppen. Wir rattern hier ja richtig durch die gelben Mobs. Die knallen wir hier ja weg, wie, was weiß ich, wie vorher grüne Mobs. Zwei, drei Zauber und tot sind sie. Naja, vier. Fünf. Fünf Zauber. Aber das ist trotzdem verdammt wenig. Und ich meine, wenn ich einen verstärkten Feuerball drauf zauber, sind es wahrscheinlich nur zwei oder drei Zauber. Zack. Oh, wir haben die beide Sehbestellungen mit den Dachsen haben wir erfüllt. Wunderbar. Dort hinten sind noch ein paar Klaukrock-Soldaten und sowas. Und eine sehr boshafte Jungfrau. Jungfrau. Nicht Jungfrau. Und wir Bergkäfer brauchen wir noch zwei. Und wir brauchen ja auch noch ein paar Salzschnapper. Wir haben ein Feengehirn gefunden. So, und noch einen letzten Klackrock. So. Die unterhalten sich gerade im ja, Chat über den Beta-Server. Man kann jetzt ja das neue Add-on auch schon auf dem Beta-Server einfach mal ausprobieren. Dafür, wenn ihr den EverQuest 2 spielt, einfach mal, wenn ihr online seid, /beta eintippen, dann könnt ihr den Charakter auf dem Beta-Server kopieren. Ich meine, wir könnten das auch mal antesten, das neue Add-on, aber das hilft ja nichts, weil wir selber noch gar nicht hoch genug sind, um wirklich irgendwas vom neuen Add-on zu haben. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden, das Special über die Beta zu machen, weil es halt einfach nichts bringt, wenn wir hier mit Level 30 können wir in den neuen Zonen sowieso nur versuchen, uns irgendwie durchzuschleichen und wahrscheinlich da tausendmal krepieren. Sandschnapper sind hier nur noch. Da müssen wir mal in die andere Richtung gehen. Also das ist so meine Überlegung gewesen dabei. Und ich habe mich halt im Endeffekt dann gegen entschieden. Ich fand es dann doch irgendwo besser, eine schöne Überlänge-Folge zu machen. Und euch damit zu erfreuen, dass wir hier einfach mal ein bisschen mehr machen als normal. Was
Das heißt ein bisschen mehr, wir sind ja schon richtig gut dabei. Und haben, glaube ich, schon, wenn das so weitergeht, bald mehr geschafft als in den paar Folgen, die wir hier vorher in den verzauberten Landen unterwegs waren. Muss man auch einfach mal zusammenfassen. Ich meine, so also am Stück spielen ist dann doch ein bisschen effektiver als... Also ich meine, es ist effektiver, aber... Dafür so viele Folgen kann ich auf keinen Fall raushauen. Also so lange, viele Überlänge-Folge, das muss ich einfach so sagen. Oh, jetzt hau ab, du scheiß Schildkröte. So, ich will an die Kiste. Und das nächste weite Seebestellformular. Nehmen wir das doch auch mit. Seenebelfeenelfen, okay. Also müssen wir noch eine Quest die Feen umhauen, dann hauen wir doch gleich auch mal wieder drauf. Und dann haben wir, boah, wir haben gleich einen ganzen Stapel Quests abzugeben. So, nehmen wir dich mit. Okay, die zählen nicht. Feenfühler müssen wir... Ach ne, können wir nicht untersuchen. Okay, ich dachte, das müssten wir untersuchen für Noron-Legend-Fee. Na dann müssen wir hier doch tatsächlich die Seennebelfee töten, oder? Ja, ich glaube schon. Oha, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Deshalb habe ich ja schon direkt den stärksten AOE benutzt, den ich habe. Ja. Ja. Hör auf rumzujammern. Ne, die zählen auch nicht. Da müssen wir wohl doch woanders hingehen für die Seenebelfeenelfen. Wahrscheinlich können wir auch deshalb noch... sind wir noch nicht weitergekommen in der... Ja, scheiß Maus. Noch nicht weitergekommen in diese andere Quest hier. Beginn von etwas Großartigem. Die sie für ein Museum für die Verdammten gesammelt hat. Ich muss einige Schuldenartefakte finden. Böse auf die Jungfrauen und Unheilsstifter. Ja, wir gehen einfach mal weiter gucken. Wo können, also hier haben wir auf der Karte keine Hilfe mehr, wo was zu finden ist. Oder sie haben das noch nicht einprogrammiert für diese Zone. Seenebelfeenelf. Ah, okay. Davon gibt es anscheinend nicht ganz so viele. Interessant. Feurige Vernichtung kommen, das müsste doch für uns sein. Oh, ist für einen Elementalisten, natürlich. Nicht für uns, wir armen Zauberer. Nie gibt's was für uns. Wir werden immer unterdrückt. So. Gehen wir mal hier lang. Wir müssen einfach mal ein bisschen gucken. Ich meine, was... Wir brauchen noch ein paar Salzschnapper, ja. Und ansonsten haben wir ja nicht so viele Quests gerade. So, hier lang, hier lang. Eigentlich steht da ja rund um Bobik. Das heißt, rund um diese, ja, Startpunkt eigentlich, oder? Ja, rund um Bobik, das ist hier ist Bobik. Eigenstreiter Schößling. Komm, den nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Einfach, weil der auch hier so ein Häkchen hat. Auch wenn er eigentlich wahrscheinlich für die Flickenwandteppich ist. Kann ich am... Ja, hätte ich ja gerade mal gucken können. Brockenholz, okay. Ist nur was zum Verkaufen. Ein widerspinstiger Aufspießer. Sandschnapper. Salzschnapper. Nehmen wir die Salzschnapper noch mit. Während wir uns auf den Rückweg tun. So. Also wieder in Richtung Bobik. Geht es wieder ein bisschen zurück. Mit zwei Hits, zwei Schläge gegen einen gelben Mob. Das ist doch krank. Wie stark wir schon sind. Speerfische, okay. Die brauchen wir auch nachher. Oder in der nächsten Folge oder sowas. Ich glaube, mit 30 sollten wir uns doch nicht mit 36er Mobs anlegen. Das wäre vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben. Obwohl wir es natürlich versuchen könnten.
Ich habe irgendwie die Vermutung, wie es bei den meisten Fischen ist, dass die auch in Schwärmen auftreten. Also auch hier in Everquest 2 können die auch in Schwärmen auftreten, die Fische, sodass sie dann alle auf einmal uns überrennen. Und das ist dann doch sehr, 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 sehr kritisch. Salzschnapper brauchen wir nicht mehr, genau. Pflanzenreiterwespen brauchen wir auch nicht, die lassen wir dann für die anderen Spieler. Na toll, wenn sie uns angreift, können wir ja jetzt auch nichts für. Boah, drei Zauber und die Wespe ist tot. Das ist doch mega übertrieben, wie stark wir sind. Finde ich zumindest. So, boshafte Jungfrau. Ich gucke einfach mir mal an, für was brauchen wir denn für so eine boshafte Jungfrau? Nur für den Flickenwandteppich. Nur für den Flickenwandteppich. Mhm. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Stückchen hier hoch. Wer ist denn da? Ach, so ein Aufseher. Die einen hier aber ganz schön lang. Wir lassen es ja ruhig angehen. Ah ja, Dornenpfoten. Die sind richtig fies. Vor allem hier große Dornenpfote. Eine Dornenpfote. Aber hier hinten eine Dornenpfote mit drei Pfeilen hoch und heldenhaft. Irgendwie ist das leicht seltsam. Dornenpfoten, die... Also es ist gleicher Name, aber unterschiedlich stark. Das finde ich schon immer lustig. Nur für den Flickenwandteppich. Ups. Gehen wir mal ein Stückchen weiter hier hoch. Wir haben die Flusswache gerade entdeckt. Wunderbar. Hammel. Schreier der Leere. Ne, hier scheinen keine Elfen mehr zu sein. Keine Feen. Nebelhöhe. Hm. Naja, gehen wir erstmal die anderen Quests alle abgeben. Da können wir unser Reiter jetzt mal benutzen. Was immer noch extrem toll aussieht, wie ich finde. Also da hat sich die EverQuest 2 Facebook-Quest ja schon ganz schön gelohnt. Haben wir alle bekommen, die bis zu dem Ende der Facebook-Quest sich angemeldet haben bei EverQuest 2. So, Augin Drodo. Hey da, ich sehe, ihr habt einen Sack voller Süßigkeiten. Sieht für mich nach einer Bestellnummer aus. Ja, ist es. Hier ist das Bestellformular für Salzschnapperschwänze. Dam, dam, dam. Gucken wir mal. Gibt es hier denn irgendwas für uns? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir hätten das letztens schon herausgefunden, dass es hier nichts für uns gibt. Genau. Na gut, nehmen wir einfach irgendwas mit. Mein letztes Haustier war eines von denen. Das sind doch gutmütige kleine Kriechtiere. Als dieses werdet ihr euch mit Hasen anlegen. Ihr Biss kann tödlich sein, wisst ihr das nicht? Ja, hier, das ist Bestellformular für Heindachsklauen. Auch hier wahrscheinlich nichts für uns. Nehmen wir einfach das wieder mit. Was für ein Glück, dass ihr es hierher geschafft habt. Manche Leute lassen sich einreden, dass sich diese Klauen Glück bringen. Zum Glück für mich. Ja. So, hier unten können wir noch. Oh, hallo. It's good to see you again. Can you help me? Juhu. Boah, jetzt kriegen wir aber lang. Jetzt kommt das ganze Geld auf einmal hin eingeschossen bei uns. Gut gemacht. Ich hoffe, dies reicht für erst und für eure Zeit und Mühe. Das tut es. Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Weiter geht's. Ein Gold, 35 Silber kommen jetzt. Boah. Ja, wir können natürlich noch mehr Viecher hier töten. Jetzt kommen als nächstes die Bären ran. Oder die Bären. Wie auch man es jetzt nennen möchte. Seenebel, Feenelfe. Die brauchen wir ja. Huch. Ja, zum Glück haben wir nur die getroffen. Gehen wir mal ein Stückchen in diese Richtung. Und gehen wir mal gucken hier, ob denn hier hinten vielleicht noch mehr Seenebelfeenelfen sind. Seenebelmaid, Seenebelfee. Seenebelmaid.
Maid, Maid, Maid. Ja, komm, nehmen wir mal hier Maiden mit. So. Und zack. Und dann würde ich auch noch sagen, vorschlagen, machen wir einen verstärkten Feuersturm drauf. Wumms. Ja, tot, tot, tot. Hat aber nicht gezählt. Schade, schade. Aber trotzdem haben wir ja immerhin drei Mobs getötet. Und wir sind ja wirklich schon fast Level 31. Hauen wir mal diese Seenebelfeen an. Huch, jetzt kommen aber wirklich viele. Also die schaffen wir alle. Sind ganz ungefährlich. Aber die zählen auch schon wieder nicht. Und du noch. Wow. Und wir sind fast Level 31. Ja, aber sehr, sehr, sehr fast. Ein Gewebeflitten klicken. Gut, gut, gut. Hat sich immerhin der Kampf gerade gelohnt. So. Maid, 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 Maid. Maid. Wärter. Warum gibt es nur so wenig Feenelfen? Nein, es gibt natürlich nur Maiden und Feen, aber keine Feenelfen. Ja, wir sind Level 31, weil wir hier diesen Druidenring entdeckt haben. Wunderbar. Hoch, und wir haben den Stiefelschlenderers hier gemacht. Wärter, 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 Wärter. Ich gucke hier gerade mal ein bisschen durch. Wärter, 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 Wärter. Ich meine, wir können mal hier im Wärter angreifen. Paladin von Tunare. Okay. Guten Tag. Hallo. Ja, genau. Bright Blessings. Blessings, so. Ja, ich würde sagen, wir hauen einfach mal drauf. Holle Pulle. Kommt natürlich hier die andere zu Hilfe. Die zählen auch für keine Quest. Boah. So. So langsam, ganz langsam nähern wir uns auch dem Ende unseres Specials. Ist schon ganz schön heftig, wie schnell so eine Stunde Spielen vorbeigeht. Aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Der Raum ist ja noch lange nicht die letzte Folge EverQuest 2. Da kommen immer noch weitere. Da könnt ihr euch sicher sein. Einen Luftgeist könnten wir mal umhauen. Wir suchen ja immer noch für die Quest hier. Beginnen von etwas Großartigem. Suche ich ja immer noch die Teile. Ein Feuersturm, Bums. Zack, alle gleichzeitig tot. Das ist, so gefällt mir das. So ist es schön. Wir müssen unser 30 bis 51. Wie viel Schaden macht denn das jetzt gerade hier? Ja. Jetzt sind wir gerade sehr, sehr stark am Lenken. Okay. Oha. Ich muss mal den Schild erneuern, den statischen Schild. Und wahrscheinlich auch nochmal wieder hier den Abschirmung des Weisen. Ist einfach so. Alle Skills, die mit einem Level, die muss man immer mal wieder erneuern. Ach, und wir haben hier sowieso noch. Ja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt den statischen Schild nochmal erneuern. Der macht jetzt immer noch 30 bis 51 und der macht ja jetzt schon 33 bis 54. Also nochmal erneuern. So. Na bitte. Boshafte Jungfrau.
Lagrock-Schlüpflinge, Soldaten. Jetzt wird auch so einiges ein bisschen weißer hier. Sind wir nicht mehr ganz so boshafte Jungfer. Schon die ersten Mobs werden sogar schon blau. So langsam kann man sich hier ein bisschen sicherer fühlen und fühlt sich nicht mehr ganz so fremd hier und verloren. Ja, wir müssten jetzt eigentlich Bären kloppen gehen. Ja, und eigentlich noch beginnen etwas Großartigen, aber wo finde ich noch weitere Teile dafür? Das sage ich, glaube, da werde ich mich in den nächsten Folgen mal mit beschäftigen. Wo werden wir uns... Eine kleine Ankündigung kann ich jetzt ja noch kurz vorm Schluss machen. Ab jetzt, also ich habe jetzt schon etwas länger von YouTube die Möglichkeit bekommen, Custom Thumbnails zu machen. Und diese Möglichkeit werde ich auch ab jetzt, zuallererst mal in EverQuest 2, in Anspruch nehmen. Und dort werde ich dann mal zu jedem Video auch immer ein Custom Thumbnail anlegen. Das heißt, ich kann während des Spielens, kann es mal vorkommen, dass ich einfach mal einen Moment stehen bleibe, einfach um kurz einen Screenshot zu machen, damit ich auf, ja, quasi etwas für ein Thumbnail habe. Ah, na komm, wir kloppen mal noch mal ein paar Bärchen. Machen wir diese Quest noch. Kann natürlich auch sein, dass es hier nur das alte Bobig ist und es hier irgendwo ein neues Bobig gibt. Ist ja ein Bobigs verlassenes Dorf. Ich weiß es gerade nicht. Wir hauen erstmal hier noch weiter Bärchen. So. So. Ja. Noch ein letztes Mal. 100 Folgen EverQuest 2. Was ist euch denn jetzt so am ehesten im Kopf geblieben? Worauf freut ihr euch jetzt in zukünftigen Folgen? Was wünscht ihr euch so noch insgesamt zu meinem Let's Play? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, eine 100. Folge ist es doch mal wert, ein paar Kommentare zu schreiben. Ich werde alle Kommentare selbstverständlich wie bisher gehabt lesen und wenn nötig auch auf jeden Fall beantworten. Das ist mir jetzt auf jeden Fall wert, die Mühe. Ich habe irgendwie gerade richtig Bock, gleich noch mich einmal an der großen Dornenpfote zum Abschluss zu, ranzuwagen. Einfach nochmal einen heldenhaften Mob versuchen zu schaffen. Ob wir es schaffen oder nicht, ist ja immer noch eine andere Frage, aber wir einfach mal es versuchen. Mörderische Kratze, okay. So, haben wir noch die Dornenpfote hier aus dem Weg. Das passt doch perfekt gerade. Einfach damit niemand dem Bären zu Hilfe kommt. Ein paar Sicherheitsmaßnahmen. So, noch das Dornenpfoten-Junges. So. Zack. Okay, jetzt warten wir kurz, bis unser Mana voll ist. Ich meine, wir können es ein ganz kleines bisschen, glaube ich, beschleunigen. Mana ernten. Und... Also, solange können wir jetzt nichts machen, solange wir hier Mana sammeln. Genau. Dum, da, dum. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen, aber wir haben mit einem Schlag einen ganzen Haufen Energie nochmal bekommen. Okay. Wir werden sowas von verkacken daran. Der ist 4 Level höher und ist ein Gruppenmob. Ich glaube, wir nehmen uns die 33er Dornpfote. Dort ist die Chance etwas höher, dass sie uns nicht umhaut, weil der nicht so vielen Angriffen resisten kann. Also der widersteht nicht so vielen Angriffen wie die 35er. Gerade was Widerstehen von Angriffen angeht, ist jedes Level extremst wichtig. So.
Ich sehe uns schon tot da liegen. Fesselung. Erst Fesselung hat geklappt. Wunderbar. Verstärkten Feuerball kommen, das muss klappen. Nein, widerstanden. Wir müssen jetzt eine Festung wieder machen. Festung hat geklappt, wunderbar. Eine neue Festung. Festung, Fessel, Fesseln, 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 Fesseln. Der muss gefesselt bleiben. Der muss gefesselt bleiben, sonst sind wir tot. Wir sind tot, wenn der sich aus der Fesselung reißt. Boah. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ihr sollt noch nicht zu waghalsig werden. Neue Festung. Scheiße, er hat sich befreit. Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Ja. Scheiße, 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 scheiße. Es war knapp. Aber es war doch ein wunderschönes Ende für eine 100-Folgen-Jubiläums... EverQuest 2 Jubiläumsfolge. Und natürlich werden wir uns in den nächsten Folgen irgendwann an dem Vieh rächen. Richtig rechnen. Rächen. Ja. Wir haben hier noch eine Quest zum Abgeben. Die geben wir doch nochmal schnell ab. Danke. Oh, okay, wir sind fertig mit der Questreihe sogar. Das ist doch wunderbar. Wir haben jetzt 11 Gold insgesamt. Komm, verkaufen können wir auch noch eben schnell. Damit können wir in die nächste Staffel auch ganz frisch und, ja, wie soll man sagen, unbefleckt so starten. In Anführungsstrichen unbefleckt. So, zack, zack, zack. Das nicht verkaufen. Tapferkeit, so. Boah, 18 Gold haben wir jetzt schon. Wie schnell sich das Gold jetzt ansammelt, wenn wir hier questen, das ist heftig. Naja. Schreibt Kommentare, kommentiert fleißig diese Folge. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge von Let's Play EverQuest 2. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.